Hey Leute, ich bin Martin von MP Garage und ja, es gibt endlich mal wieder ein Video. Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg zu JP Performance und wir schauen mal, ob sich die 650 Kilometer Anreise wirklich lohnen für den Burger. Hey Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir nach unserem JP-Besuch noch hier nach Düsseldorf in die Classic Remise gefahren und schauen uns jetzt hier noch die ganzen Autos an, die hier so rumstehen. Wir haben hier einige Ferraris, Porsche, Lamborghini und da wirklich auch noch ganz alte Modelle wie den Diablo und den Countach. Hier zum Beispiel. Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, ob es sich lohnt, 650 Kilometer für einen Burger nach Dortmund zu fahren. Und zwar, wir waren 3 Tage in Dortmund, den letzten Tag sind wir dann rüber über Düsseldorf, dann nach Hause gefahren und jeder, der jetzt sagt, okay, von Isny sind es nur 600, ich bin noch über Lindau gefahren und habe noch einen Kumpel mitgenommen, also keine Sorge, roundabout 650 Kilometer. Ja, es lohnt sich. Also wir waren 2-mal bei JP, haben uns 2-mal eine halbe Stunde angestellt und haben 2-mal diese mega geilen Burger gegessen. Also die sind wirklich der Hammer. Die Kulisse auch mega gut gemacht. Er hat es ja schon mal in einem Video erklärt, er wollte ja alles schwarz halten, um dann wirklich den Ausdruck von dem Auto hervorzuheben. Also wirklich diese Fahrzeuge, also worum er überhaupt zu ihm fährt. Um das einfach hervorzuheben, hat er alles andere schwarz gemacht. Ist ihm mega gelungen. Auch die kleinen Details, die überall sind, also die Hauben an der Decke, die Motorteile in dem Leistungsprüfstand an der Wand dran und ja, er war leider nicht da. Das wäre leider noch das i-Tüpfelchen gewesen auf unserer Reise, aber naja, das nächste Mal. Das nächste Mal, ja, auf jeden Fall. Wir haben geplant, so um Ostern rum vielleicht nochmal hochzufahren, Wochenende, weil das solltet ihr echt machen. Also gönnt euch die 2 Tage, setzt euch ins Auto, fahrt dort hoch. Wir waren ganz kurz drüben bei Sydney, das sind roundabout 15 Minuten. War noch nicht fertig,
aber ich denke mal, bis früher wird das auf jeden Fall fertig sein. Und da kann man sich beides anschauen. Kann bei JP nochmal so einen geilen Burger essen und dann bei Sydney, wer weiß, was es bei Sydney zu essen gibt. Und jeweils die Fahrzeuge anschauen, dann hat man ein bisschen mehr zum Anschauen. Nur wegen JP jetzt dahin zu fahren, wäre für mich ein bisschen zu wenig. Klar, es gibt jetzt natürlich geile Burger und wir waren noch in der Classic-Remise. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, wenn ihr eine längere Anfahrtsstrecke habt, dass ihr das mit verbindet. Aber ein zweites Mal würde ich jetzt nicht in die Classic-Remise rüberfahren, weil die Fahrzeuge, die dort stehen, die kann man auch zum Beispiel jetzt in der Motorworld in Stuttgart begutachten. Und das ist jetzt, sage ich mal, von uns aus nur 2 Stunden zu fahren. Ansonsten kann man sich natürlich Dortmund anschauen. Wir wollen noch ein bisschen shoppen und man kann sich da dann ein tolles Wochenende machen. Was ihr jetzt aber nicht vergessen solltet, ist diesen Kanal zu abonnieren. Hier geht's zum nächsten Video. Hier geht's zum Kanal, da habt ihr alle Videos in einem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.